Hi, ich bin Florian Bettig, der Bruder von Johnny. Ich bin Illustrator und Grafikdesigner aus Hamburg. Ich habe das Artwork für Halbes Leben gemacht, der letzten Scheibe von Johnny. Und wir haben wieder ein paar richtig geile Sachen für das neue Album, für Tattoo, auf der Nadel. Genau, also das Album heißt ja Tattoo. Es geht ganz viel um darum, was man mit sich trägt, Dinge, die man auf der Haut trägt, die man so erlebt hat, Dinge, die man aber nicht unbedingt jedem zeigen will, aber die man irgendwie trotzdem bei sich haben will. Und das gilt es irgendwie einzufangen. Wir werden keine Tattoos im Artwork zu sehen bekommen, aber alles soll sehr handillustriert, sehr rough kommen und gemischt sein mit jede Menge Farbe, denn Tattoos bestehen ja bekanntlich aus Farbe. Farbe auf Haut, das ist so der Style der ganzen Geschichte. Ich habe ja reingehört schon in das Album und der ganze Sound und die Sprache und alles, was Johnny verwendet, das hat für mich alles sehr, ja, ist irgendwie eine Mischung aus was sehr Lebendigem, was sich irgendwie aber mit der Zeit irgendwie auch so transformiert. Ich kann es eigentlich gar nicht so richtig beschreiben, also es ist irgendwie eine Mischung aus Kreuzberg und Weltall, ja, das ist irgendwie das Spannende, so die Musik macht was mit einem. Also da man hört richtig, dass da Geschichten erzählt werden, dass das Sachen sind, die live erlebt worden sind und dass es nicht irgendwie nur so Poser bla 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 ist. Das ist echt, das ist real und so wie ein Tattoo nichts beschönigt und vielleicht auch mit der Zeit auswäscht, so kommt irgendwie auch der ganze Sound rüber. So. Da sind viele alte Einflüsse drin in dem ganzen Ding, aber es hat auch irgendwie, ja, ist aber irgendwie trotzdem total eindrücklich. Und manche Sachen da drin sind echt auch richtig schön neu, so wie so ein frisch gestochenes Tattoo. Genau.